24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hartywise. Feel the difference. Scotty, Just, Will, Anywhere. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur 15. Folge des YPC Bank 2022 und damit zum entscheidenden zweiten Angeltag in der Gruppe D. LMAB-Produktentwickler Enrico Di Ventura hat bereits große Hechte und einen großen Zander in der Wertung. Der Tabellenführer braucht einen Barsch zur Full Card. Zec-Vertreter Markus Eule übernachtete auf Platz 2. Zur vollen Karte benötigt er nach 4 gefangenen Hechten noch einen Barsch und einen Zander. Fox Rage Pro-Staffer Patrick Marable hat als einziger Angler der Gruppe bereits Hecht, Barsch und Zander fangen können und darf sich die Fischart zur Full Card sowie für mögliche Upgrades daher heute aussuchen. Der viertplatzierte Paolo Baragioli von Mollix hat wie Markus und Patrick 4 Fische in der Wertung. Ihm fehlt noch ein Barsch und ein beliebiger Fisch. Auf Platz 5 liegt momentan Gunky-Team-Angler Malte Gatz, der bisher 2 Hechte fangen konnte. Sechster ist Evert Ostam von CWC mit einem Zander. Wie immer werden an Tag 2 die Zonen getauscht. Das bedeutet, dass Markus, Paolo und Evert heute im Nordwesten in Zone 2 fischen. Im Nordosten in Zone 3 starten demzufolge Enrico, Patrick und Malte. Moin Leute, willkommen zu Tag 2 YPC. Ich sitze im Auto, bin auf dem Weg zum Spot. Ja, ich werde heute ein bisschen später anfangen zu angeln. Ich denke, ich werde so eine Viertelstunde, 20 Minuten Angelzeit verlieren. Ist eine lange Fahrt jetzt zum Platz. Es geht als erstes auf Zander. Im Training lief es da ganz gut, schöne Größen. Und ja, jetzt heißt es natürlich heute abrufen. Und ja, hoffen wir, dass die Straßen frei sind, wir weiterhin gut durchkommen. Dann ist es nicht allzu viel Zeit, die man verliert. Aber ja, das Risiko ist es heute mal wert. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 2 des YPC-Uferturniers. Für mich heißt es heute Barsche angeln und hoffentlich einen fangen. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie man auf Barsche angelt. Entweder man sucht sich einen Platz raus und angelt den aus, weil man einfach weiß, die Barsche ziehen immer wieder da rein. Das ist aber meistens so, ja, sind das Hafeneinfahrten, Ausfahrten oder irgendwelche Wendebecken, irgendwelche Spundwände. Oder man sucht sie aktiv. Und in meinem Fall ist es so, dass ich nicht wirklich viele Plätze habe, wo ich standtreue Barsche habe. Deswegen muss ich heute Strecke machen. Und die Strecke habe ich mir heute rausgesucht an einem Flussufer. Ganz gerade Strecke, überhaupt keine Buhnen oder andere Unterbrechungen, sondern einfach nur blanke Steinpackung. Und da wird heute gelaufen, soweit die Füße tragen, und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück und wieder hin. Drückt mir die Daumen, dass ich einen Barsch kriege, um die Karte zu komplettieren. Dann denke ich, habe ich gute Chancen fürs Weiterkommen, aber solange der nicht da ist, mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken über irgendwas anderes. Also, Daumen sind hoffentlich bei euch gedrückt und ich gebe alles. Well, new day, new spot. Today I will go all in for the win. The other day, yeah, I chose the wrong spots. I will do all in my power to be in the top 3 today. So, good spots, the best lures, Strike Pro, and let's do this. Okay guys, this is the second day of the YPC 2022 Group D. So now I will start with the pikes actually, and I'm looking for something bigger than respect the ones I caught the last time. I will start with spinning rod, light tackle for pike, but this light tackle allowed me to fish really precise under the bridges and everything. I will start with the A shad with the Texas hooks presentation for avoid the weeds and everything. And let's see what happens.
Guten Morgen, Tag 2. Ja, also mit dem Endergebnis von Tag 1 bin ich ja gar nicht mal so unzufrieden. Also kann gerne dabei bleiben. So, dritter Platz, Qualifikation für die zweite Runde. Yes, nehme ich. Können wir bitte abbrechen? Ich bin schon zufrieden. Nee, es kommt halt jetzt. Geht's weiter und mal schauen, was kommt. Ich erwarte schon, dass heute eine andere Barsch bei euch da sein wird, den ich euch präsentieren kann. Hab hier im Training festgestellt, dass morgens die Fische, zumindest die Barsche, noch auf der Sonnenseite stehen, weil das Wasser kühlt nachts noch deutlich ab, weil es nachts ziemlich kalt ist. Brutfische sind morgens auf der Sonnenseite, also zieht es die Barsche auch hier hin, und auf diesen Stretch habe ich halt ein paar Fische gehabt. Ja, hoffen wir, dass hier heute auch funktioniert. Was ich diesmal machen werde, ist, wenn ich Finesse-Fische, so leichte Jigköpfe und Netrig, ich werde mit Stahlspitze, eine Titanspitze fischen, weil mir das einfach so riskant ist, dass heute noch Hecht einsteigen, mir dann wertvolle Punkte verloren gehen. Hey Jungs und Mädels, willkommen bei Episode 3 der Gruppe D von der YPC 2022. Super geiler Angeltag, warmes Wetter, keine Wolke am Himmel. Genau so liebe ich das. Wir sind auch schon am Spot angekommen, ein bisschen verspätet, wir mussten weit fahren, wir sind ganz im Norden Hollands. Wir haben gedacht, wir gehen ein bisschen im Angeldruck aus dem Weg, das war mein Gedanke. Ihr seht hier im Hintergrund Wasser. Mein holländischer Freund Pascal wird es nennen, ein kompakte Water, also ein kleines Wasser, perfekt für Anfänger wie mich. Viele, wenn sie an das denken, denken an Hecht, stimmt aber nicht. Dort drin gibt es auch Zander, dort drin gibt es große Zander. Und mein Ziel ist halt zu rasieren. Ziel sind 4 Zander. Und dann, falls ich das packen sollte, gucken wir mal, dass wir noch den heimtückischen Barsch kriegen. Männers, bleibt dran, wird eine geile Show. 8 Uhr. Jo, es geht los. Erster Wurf, zweiter Tag, YPC-Ufer. War der erste Biss. Jetzt ohne Scheiß. Zum Glück haben wir ihn nicht gekriegt. Weil stark anfangen, schwach aufhören, ist nicht so unser Ding. Wegschön. Ja, und ihr seht, ich fange tatsächlich an mit Schleppen. Eigentlich nicht mein Plan gewesen, aber es hatte funktioniert. Und was Fisch bringt, ist gut. Das ist ein guter Barsch. Das darf ich nicht verlieren. Guter Fisch. Ich tippe auf einen guten Fisch. Boah, ich habe so Schiss, den jetzt zu verlieren. Ich fühle aber, dass ein richtig guter Fisch ist. Schöner Barsch. Und zweiter direkt daneben. Ich werde wahnsinnig. Nein, Leute, ich habe 2 Barsche im Kescher. Ich wollte nur den Fang keschern und ein zweiter Barsch, der daneben war, ist mit drin. Leute, ihr habt das jetzt. Ohne Scheiß, guckt euch das an. Guckt euch das an! What the fuck ist das denn? Ohne Haken. Nur damit es wirklich offensichtlich ist. Hier sitzt der Haken von dem anderen, der hängt noch. Den Fisch ohne Haken setzen wir jetzt ganz schnell zurück. Aber geile Geschichte. Und den tun wir jetzt noch mal kurz ins Wasser. Ich habe jetzt den zweiten Barsch nicht gemessen, weil wozu sollen wir den jetzt messen? Er war nicht regulär gehakt, er macht keine Punkte. Ist einfach nur geil für euch gesehen zu haben. Ich denke mal, der wird so 35, 36 gehabt haben, aber ist das nicht krank? Ich kescher hier den Barsch, der am Haken hängt, und der zweite steht direkt daneben und landet mit im Kescher. Wie geil ist das denn? Unfassbar, unfassbar. Angeln ist das geilste Hobby der Welt.
was man nicht alles erlebt. Wunderschöner Fisch, sehr schlank, aber wunderschön. Die Matte ist nass und er knackt die magischen 40. Ja, hat es 40. Nicht mehr, nicht weniger, hat 40. Ich betone es noch einmal, dieses Zurücksetzen ist besser für den Fisch, als wenn ich ihn mit dem Kescher zurücksetze. Weil wenn ihr auf gleicher Höhe mit dem Wasser seid, könnt ihr den Fisch festhalten, bis er die Kraft hat, wegzuschwimmen. Gerade bei so einem Prozedere jetzt mit Messen und so weiter oder wenn Hakenlösen ein bisschen länger gedauert hat, ist es wichtig, den Fisch auch zu stabilisieren. Bei einem Sunner ist das ganz krass, wenn man sie einfach mit dem Kescher ins Wasser zurücktut. Und es ist sehr warm, was Oberflächenwasser ist, zu warm, wenig Sauerstoff. Und die drehen sich auf den Rücken, weil sie einfach noch zu platt sind. Kann es passieren, dass sie auf dem Rücken bleiben und sterben. Deswegen lieber denen eine Starthilfe geben, dass sie direkt schon losschwimmen. Ist für die Tiere dann besser. Und aus einer Höhe von ungefähr einem Meter, das passiert denen auch nichts. Also, ich habe die Kommentare letztes Jahr gelesen. Und keine Sorge. Das ist das, was für die Tiere sinniger ist. Auch wenn nur einer der beiden Barsche Punkte bringt, hat dieses Erlebnis nicht nur einen hohen Erzählwert. Es wandern auch 80 zusätzliche Punkte auf Patricks Konto, womit er auf Platz 2 klettert. Während er seine Theorie zum fischfreundlichen Release erklärt, erreicht Malte seinen ersten Angelplatz. Angekommen am Platz, ja, wie gesagt, mit ein bisschen Verspätung. Ich glaube, es ist jetzt 8.20 Uhr ungefähr. Ich werde es auf Zander probieren, das hatte ich euch gesagt. Ich habe jetzt hier als Köder unseren Rockstar, also den Gunky Rockstar montiert. Natürlich eine auffällige Farbe, das Wasser ist hier trüb, wo wir Zander angeln. Als Jigkopf nutze ich einen G-Slide-Jigkopf, 5 Gramm, das Wasser ist hier relativ flach. Ja, und drückt mir die Daumen, dass das so läuft wie im Training hier. Dann gibt es hoffentlich bald einen Fisch für euch zu sehen. Ah, das Ding her. Jungs, ich habe jetzt 2 Fehlbisse gehabt. Ich mache jetzt gleich das Ding drauf. Wir fischen hier Turnier, Alter. Das können wir uns nicht leisten, ganz einfach. So. Zeit ist Fisch. Normalerweise angel ich nicht viel Topwater und hätte auch überhaupt nicht auf den Topwater-Punkt gezählt. Aber die beste Zeit dafür ist tatsächlich immer morgens, die erste Zeit, die man hat. Da ist das Wasser noch relativ ruhig, die Fische sind noch doch stark aktiv oder stärker aktiv. Und deswegen habe ich das jetzt halt nochmal hier probiert für 5 bis 10 Minuten. Glaubt mir, Leute, es ist nicht so, dass ich mich damit jetzt wohlfühle, weil ich eben weiß, dass mir sonst die Zeit wegrennt. Weil am Ende sind vielleicht 10 Minuten, die man nicht die Würfe macht an die Spots, in die man eigentlich Vertrauen hat, die einem fehlen. Oh, da war ein Rapfen. Oh, einen Rapfen könnte ich natürlich auch gebrauchen. Aber ja, also entweder man geht mit seinem Plan unter oder man hat Erfolg. Man muss nur dran glauben tatsächlich. Und wenn man davon abweicht und dumme Sachen macht, wegfährt, zu schnell wegfährt, nicht lang genug bleibt und so, ist das natürlich, ja, das kann sich richtig rächen. Ist aber auch nicht einfach, das zu entscheiden, wie lange man bleibt und wann man geht. Also Leute, genug Topwater für mich. Ich muss werfen, 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 kurbeln, kurbeln, kurbeln. I had a small bite and I don't know if it is a pike or maybe a perch. So I will try to change with the jerk bait. Find the jerk 110, suspending, couple of jerking, let's see. Oh, fuck, what? What? It was a big fish, I don't know. If a perch is big. Nope. Don't know. I don't know. Okay, let's move. We'll be right back.
Ein Riesenbarsch. Ein Riesenbarsch. Ein Riesenbarsch! Leute, jetzt bin ich fix und fertig. Ein Riesenteil. Ein Riesenteil, ein Riesenteil, ein Riesenteil. Ich sag euch, der Multivibe. Der Multivibe. Ein Riesenbarsch. Richtig, richtig geiler Fisch. Da ist er. Hier vorne ist der Schatten zu Ende von den Bäumen. Kaum aus dem Schatten raus, direkt ein Fisch. Barsche und Sonne, ey, das ist schon, das matcht schon gut. Oh, was für ein fantastischer Fisch. Was für ein fantastischer Fisch. So, hier, also der Multivibe, aber eben auch eine Besonderheit, auf die ich gleich eingehe, ein Wahnsinnsfisch. Leute, Leute, Leute. Ganz genau. Guckt euch diesen fantastischen Fisch an, Leute. Ein Wahnsinnsfisch. Ich bin so happy. Ich will nicht sagen, ich habe richtig Vertrauen gehabt in den Platz, aber ich habe richtig Vertrauen gehabt in den Platz. Ein richtig toller Fisch. Oh, die Farben auch wunderschön. Und der Kamerad darf jetzt natürlich sofort zurück. Let it rain! Enricos Plan geht bereits am Morgen voll auf. Mit einem traumhaften 45er Barsch macht er die Karte voll und liegt nun bei bärenstarken 500 Punkten. Enrico kann sich also etwas Zeit nehmen, um auf die Erfolgsformel zu diesem Fisch einzugehen. Den Barschen macht das überhaupt nichts aus. Hier reines Stahlvorfach, direkt an die geflochtene gebunden. Das ist mein Setup. Aber wo es eigentlich drum geht, ist dieser kleine Kamerad hier. Denn das hier ist der Multivibe in Bloody Mary in 14 Gramm. Ich habe den mit einem goldenen Blatt versehen und hier getrailert mit einem kleinen 7 cm Roach. Und jetzt kommt die Besonderheit. Ich habe den Tail von dem Roach abgeschnitten und habe hier hinten eins unserer Spinblätter mit reingetan. Das hier hat einen unwiderstehlichen Reiz auf die Barsche. Es ist nicht meine Idee, muss ich sagen. Es gibt ja auch einige Bladed Jigs und sowas, die unten auch schon so als Krautschutz noch so ein zusätzliches Spinnerblatt haben. Aber das ist ein unfassbares Ding. Also das ist eine absolute Waffe. Also sowas ist richtig, richtig gut. Jetzt reporte ich den Fisch und dann muss ich mal überlegen, was ich mache. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Geil, geil. Ja, jetzt habe ich hier die ersten 10 Minuten gefischt. Leider ohne Kontakt. Ja, im Training ging das immer ein bisschen schneller, aber noch ist auch nicht der große Bootsverkehr hier. Ich denke, das geht so gegen 9 dann los, wenn dann die Brücke arbeitet quasi. Und dann werden hier relativ viele Boote durchfahren. Dadurch entsteht immer Strömung und ja, das ist eigentlich gut für die Zander. Vielleicht ganz kurz jetzt, wo Ruhe ist, noch was zum Gerät. Ich fische jetzt hier zwei Routen. Ich habe eine 2,28 Gunky Chuten dabei und habe hier die neue Chuten Cut 2,50 Meter dabei. Die hat 5 bis 21 Gramm Wurfgewicht, reicht für die leichten Köder und dazu die neue Chuten Cut Spinnrolle. Ein bisschen die Länge, um hier trotzdem, trotz dessen, dass ein kleines Gewässer ist, weite Wurfweiten zu haben, und vom Ufer ist der Winkel mit einer etwas längeren Route deutlich besser. Um den Haken zu setzen und ja, mal schauen, ob wir die Route heute noch krumm kriegen. Fisch! So, er ist nicht groß, aber das muss er auch nicht sein. Alter, für den ersten Fisch. Haha! Der gibt Sicherheit, Junge! Der gibt Sicherheit! I get him! I get him! Okay.
Wir sind hier bei, was sagst du da? Über 5,49. Mega geil. Very high, Mr. Waller. Gutes Ding. Ciao, ciao, mein Freund. Muss gleich mal liegen lassen, da brauchen wir gleich wieder, mein Freund. Aufpassen. Hier regiert die Pfalz. Mit diesem Zander kommt Markus dem zweiten Platz und vor allem der vollen Karte einen guten Schritt näher. Enrico hat derweil eine Entscheidung getroffen. Ja, ich habe mich jetzt 5 Minuten hingesetzt und ein bisschen überlegt, was der weitere Schlachtplan sein soll. Und ich muss sagen, ich habe mich entschieden zu gehen. Schweren Herzens, weil ich weiß, dass vielleicht hier auch noch der ein oder andere Großbarsch rumschwimmt. Aber sollte ich aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen doch eine Runde weiterkommen? Also mal ganz ehrlich, ich habe es eben ausgerechnet, 500 Punkte habe ich jetzt. Wenn das nicht reicht, dann habe ich einfach Pech. Aber es ist jetzt halt wirklich auch irgendwie so eine taktische Frage, wie man es macht. Weil sollte man weiterkommen, dann braucht man vielleicht diesen Platz auch in der nächsten Runde nochmal. Deswegen will ich jetzt hier auch die Fische nicht so wirklich verangeln, muss ich sagen. Ich gehe jetzt Zander angeln. Also ich habe hier in der Nähe noch eine Strecke, die ich eigentlich für meine Zanderstrecke ausgewählt hatte. Für den zweiten Tag, also für heute. Weil ich da im Training auch wirklich gut gefangen habe. Aber es haben auch andere Leute im Wettbewerb im Training gut gefangen und dann an ihren Zanderspots nichts mehr gefangen. Deswegen ist mir das ein bisschen zu heikel, darauf zu pokern. Ich würde da ganz gerne heute mal ein bisschen Sicherheit reinbringen, zumindest für die Zanderstelle. Und das mache ich jetzt. Wir wechseln den Spot, wir fahren in die Zanderstelle. Ist nicht so ganz weit weg von hier, ist das gleiche Gewässer. Und dann gucken wir mal. Es wäre natürlich geil, noch einen Zander zu fangen, weil der wahrscheinlich dann den 67er Hecht rauskegeln würde. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt bewegen wir uns und wir sehen uns gleich am nächsten Spot. Dranbleiben. Ab runter, da kurz gucken, ob noch einmal hoch und runter auf einen anderen Wobbler, ob da noch was geht. Und danach geht es am nächsten Spot, noch ein paar Würfe machen und dann wieder ein anderes Gewässer. Gut. Gas geben! Liebe YPC-Zuschauer, wir sind hier gerade am Lago di Bolsena zum Filmdreh der zweiten Staffel YPC Bass und trotzdem müssen wir euch natürlich über die heißesten Produkte in unserem Onlineshop auf dem Laufenden halten. Der Lure Drop 11 ist jetzt verfügbar und wir haben hier einen Köder drin, einer sehr, sehr beliebten Marke, der noch nicht mal erhältlich ist, regulär, also exklusiv nur im Lure Drop 11. Wir haben hier einen Hardbait in einer Sonderfarbe, also in einer extra Lure Drop Edition. Und auch der Rest der Produkte in dieser Zauberkiste sollte euch auf jeden Fall gefallen. Also, wer Bock hat auf den Lure Drop aus dem November, der guckt unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link. My initial plan was to go here and to catch at least one pike within the hour. But it seems like I chose the wrong spot again because there is no active pike here. And I know there is pike here. And it's definitely not the lure because I fish all kinds of lure. And now I fish with the Murus mouse. And the Murus mouse is one of the most well-known pike lures. But yeah, if you pick a right spot with good lures, but the pike won't do anything, yeah, what can you do? So
The initial plan is now to fish for perch, and that's what I'm gonna do. And hopefully the perch is active, because I think we need to catch all the fish in the morning, because the afternoon it will be dead completely because of the warm weather. It is what it is. Take it, take it. Oh, you see it? Fuck! It was following with his nose to the lure. Oh man. I think it was a pike of 90. This was the lure. It was swimming like this. Oh man. Come on! I will put this RA 4.5 on this OMTD OH 1500. That is a weighted Texas hook with a screw. And the cool thing is tungsten, so it's really effective, and the weight is not big and allowed us to fish through the weeds without problems. And in these spots it's quite good, because when the fish are not active at all, like today I think, you have to look for them in the shadow parts of the stream, and normally are bridges or trees or, you know, lily pads. So this kind of system allowed you to fish in this kind of waters. Pikes! Where are you, pikes? Just one, please. Neues Glück. Ich habe mir hier eine Buhnenstrecke rausgesucht, wo ich eigentlich oft relativ erfolgreich war, trotzdem letztes Jahr im YPC kläglich gescheitert bin an dieser Strecke. Und deswegen gehe ich jetzt hier extra noch mal hin, um ein paar Sachen auszuprobieren. Denn auch im Training ist die wieder gut gelaufen. Wassertrübung gefällt mir sehr gut zum Zahnangeln, muss ich sagen. Ist richtig schön eingetrübt, ist nicht so klar zum Glück wie auf der anderen Strecke. Genau, und was halt auch wichtig ist, immer ein Wurf hier direkt an der Packung lang. Und dann gucken wir mal, was hier so die nächsten 5, 6, 8 Buhnen los ist, weil ich werde hier auf jeden Fall bleiben und gucken, ob ich einen Zander bekomme. Zander! Verfluchter Zander! So, Jungs und Mädels, währenddem das da Beißflaute ist, gell, ihr kennt das ja alle, Beißphase. Heute Morgen haben wir es versaut, Alter. Wer die Dinger vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein. Habe ich mal gedacht, stelle ich euch mal ganz kurz mein Setup von heute vor. Gell. Als Rute habe ich die Peak Chick 2, 2 darum, 2,40 Meter lang. Peak Chick 1 ist 2,70 Meter lang. Hier für den Kanal ist 2,40 Meter perfekt. Dann fische ich den Dude in 5 Inch in Moa Kiwi. Dann habe ich ein 7 Gramm. Chick-Hake mit dem Dreierhaken, also ein Chick-Kopf mit dem Dreierhaken, Stückel Stahlvorfach, in solche Dinger ist ja immer mit Hecht zu rechnen. Mit Sicherheit würden viele sagen, das ist sogar eher Hechtgewässer. Dann Mono, 2 Meter vorgeschaltet und ganz normal ein 14er Lure Soul, heißt die Schnur, 14er Lure Soul. Also mega geile Kombo auf jeden Fall. Well, yeah, what can I say? I saw a fish, a big fish, but they didn't take it, so yeah. Is it me? Is it the lures? I don't think so. It's probably me choosing the wrong spot again. But yeah, what can you do? Well, we're gonna leave this spot now and go for the perch spot. Evert probiert sein Glück nun also auf Barsch. Auch Patrick, der gerade an seiner nächsten Angelstelle angekommen ist, hat diesen Zielfisch im Sinn. Erster Wurf.
für ein großer Barsch. Was für eine geile Kirsche. Scheiße, ja, das ist geil. Gut, es ist kein Übermonster, aber es ist ein geiler Fisch. Ist das krank? Der dürfte 45 plus haben, ey. Ich geh kaputt. So. Yes, man. Richtig guter Barsch. Richtig guter Barsch. Alter, Captain hat jetzt den Köder ausgespuckt. Hier, den Slickshot von gerade eben. Also ich fische nicht nur mit Striking-Ködern, sondern auch mit Foxrage-Ködern sehr gerne und erfolgreich. Und was eine geile Kirsche. Nicht ganz so groß, wie ich im ersten Moment dachte, aber wow. 47. 47! Yes! Bam! Fixed. Geil. Voll cool. So. Jetzt darf er zurück. Alter. Alter, geht mein Plan heute auf. Ist das geil. Das ging schnell. Patricks neue Stelle zündet sofort und mit einem 47er Traumbarsch macht er als zweiter Angler der Gruppe seine Karte voll. Patrick ist happy. Mein heißgeliebtes Dark Oil. Und dieser Köder hat schon richtig viele Fische gefangen. Der ist schon massakriert bis zum geht nicht mehr. Hier natürlich irgendwann mal reißen wir halt einfach ein Gummi ein. Aber da gebe ich euch mal einen Tipp. Wenn euch mal so ein Gummi einreißt, schmeißt ihn nicht weg. Geht hin, holt einen alten Haken oder einen Stecknadel oder was auch immer. Eine Kerze, macht's heiß, mit einer Zange am besten die Nadel festhalten. Wobei, geht auch mit den Fingern, aber mit der Zange ist sicherer, weil kann auch heiß werden. Und dann einfach den heißen Draht einmal durch das Gummi schmelzen, zusammendrücken. Kurz warten, gucken, ob es zufriedenstellend ist. Wenn nicht zufriedenstellend ist, einfach nochmal heiß machen und noch einmal dadurch. Und so könnt ihr auch die Gummis relativ gut wieder flicken. Ja, und dann habt ihr euch das Geld gespart. Und man darf einfach nicht unterschätzen, alles, was man wiederverwertet, repariert, schmeißt man nicht weg. Und das schont im Endeffekt auch die Umwelt. Second spot of the day. Perch time. Let's do this. I will use the Cranky X. It's a deep diving model. This is the 5 centimeter type. And in waters like this, around 3 meters, it's, in my opinion, the most ideal lure. The perch really love the Cranky X. They have rattles and razor sharp trebles. And yeah, hopefully I can catch some perch on it. I use the titanium leader in case of a pike will snatch it. And yeah, let's hope for the best. Cranky X, Strike Pro. Ich werde jetzt wieder die Seite der Brücke wechseln. Das mache ich so alle Viertelstunde, 20 Minuten. Dadurch, dass jetzt der Bootsverkehr losgeht, ja, ergeben sich hier immer wieder neue Strömungsbilder. Also die Boote verwirbeln natürlich das Wasser und im Training war das sehr gut. Also im Training sind sehr viele Boote gefahren und dadurch, denke ich, sind die Zander dann auch hier aktiv, weil natürlich immer ein bisschen Bewegung durch die Schraube reinkommt der Boote. Und gerade an dieser Brücke, da wird dieser kleine Fluss noch ein bisschen schmaler und da ist der Effekt am größten. Deshalb mache ich jetzt auch nicht hier große Strecke, sondern fische wirklich die beiden Spots auf den Brückenseiten. Und ja, jetzt geht's wieder rüber. Lilypads, Birds, everything, no pikes. Bridges, shadows, but we will catch him. Yeah, fish. Oh, Mike. There is Mike. And it's a nice one. Oh, it's a pike.
Can you believe this? Can you believe this? Fishing for perch. And then that's the one that I lost. It's ...86.5. No, it's 86. 86 pike. Fishing for perch. Well, finally. Happy with this fish. 86 centimeter pike. Back in the game. Ewert ist mit diesem großen Hecht zwar noch auf Platz 6, aber zurück im Rennen. Malte, der noch keinen Biss hatte, wüsste gerne, wie es bei den anderen läuft. Ja, komisch, so ohne Zwischenstände heute. Ja gut, kann macht natürlich auch wild sozusagen, aber dann weißt du so zumindest irgendwie, fängt irgendwer so, das ist ja auch immer so ein bisschen, beißt irgendwo Fisch, weißt du so? Also das ist ja auch schon mal ein gutes Gefühl und ich sag mal, manchmal kann man vielleicht auch dadurch indirekt ein bisschen was adaptieren. Du weißt zwar nicht irgendwie, wo wer direkt ist, aber du kannst ja schon irgendwie mal so ein kleines bisschen irgendwie auch was zurechtreimen. Ne? Und wenn man jetzt irgendwie sehen würde, was weiß ich, die fangen jetzt gerade alle wie verrückt Barsche oder sowas. So. Dann käme man vielleicht auf die Idee, dass Zanderangeln vielleicht gerade nicht die beste Idee ist. So irgendwie. Das ist so, dass... was durchaus Zwischenstände interessant machen könnte. Ich sag mal so, wenn es ganz krass wäre, so ne, du siehst jetzt irgendwie, die fangen alle gar nicht oder so, dann könnte man halt immer noch komplett umschwenken und sagen, auch man macht die Hechte erstmal noch voll oder sowas. Weißt du, wenn du jetzt merkst, irgendwie Patrick, Paolo, Markus oder so, die ja alle im Endeffekt 4 Fische haben, würden gar nicht fangen, könnte man halt auch noch mal komplett umdenken vielleicht. Aber unterm Strich, hier muss irgendwie einfach ein Zander kommen eigentlich. Ja, Leute, zu allem Übel bin ich auch noch krank geworden. Also nicht, dass ihr denkt, ich spinne wegen der Temperaturen, dass ich so dick angezogen bin, aber mir ist echt kalt zwischendurch. Richtig Halsschmerzen und Husten. So ein Blödsinn. Braucht kein Mensch. Jetzt wird auf Hardbait gewechselt und der bleibt dann auch erstmal dran. Und die andere Route ist die Gummifischroute. Und so angle ich mich immer von der vom Buhnenanfang mit dem Hardbait zuerst Richtung Buhnenspitze und an der Buhnenspitze jigge ich dann aus. Der Multivibe hat heute seine Schuldigkeit getan. Der kommt jetzt erstmal zurück in die Kiste. Und jetzt brauche ich diesen Kameraden hier. Und zwar den Yuzuri Jerkbait 110 SP, also Suspender. Total geiler Köder. Und den werde ich jetzt hier angeln. Und auf die Gummifischroute kommt auch gleich ein anderer Köder. Ich habe jetzt noch hier den White Tiger dran. Den werde ich jetzt tauschen gegen einen Bleakshad in 9 cm. Und zwar in der Farbe Galaxy. Und das ist mein Setup für heute. Das werde ich wahrscheinlich auch so den ganzen Tag durchziehen. Den ganzen restlichen Tag, den ich jetzt noch habe. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwie hier die nächsten 3-4 Buhnen überhaupt gar keinen Kontakt. Dann werde ich vielleicht noch mal das eine oder andere überdenken. Aber eigentlich habe ich sehr, sehr großes Vertrauen in diese Kombination. Deswegen sind wir jetzt gut gewappnet für die nächsten Buhnen und dann melden wir uns, wenn es Fisch gibt. Hoffentlich gibt es welchen. So, letzter Wurf, weil das da gewischt man nicht mit dem Rasenmäher da rumfahren. Darum angeln will ich mal Ruhe haben, halt, auch nicht da. Naja, ist ja egal, was soll ich machen? Da muss er auch irgendwann mal mehr. Aber ausgerechnet natürlich, wenn ich da stehe, ne? Ist ja klar. Wenn ich Hecht wäre, dann wäre das da mein Kühlschrank, habe ich gesagt. Mal das war das so traumhaft. Da muss doch irgendwas wohnen. Irgendwas wohnt da, was ich. Während Markus über die Fressgewohnheiten und Wohnorte von Fischen philosophiert, hat Paolo, der noch auf seinen ersten Fang des Tages wartet, andere Sorgen. Okay, we are in trouble because we're stopped by the police because someone called the police because of Tim have a mask on, right? A mask on, but not the mask, you know, the COVID mask or something strange. It was just
the things of the, oh, he's dressed, you know? A buff. The buff and a puff, and the people were scared about him, so they called police to check us. And we lost time. It's incredible, no one, and it's full of bike here. So, now we have to decide, continue here or move like 20 minutes to reach another spot? This is a really hard decision to take. Let's check the spot. Svolta a sinistra. Let's go. Fuck. 30 minutes, go there, 1 hour fishing, will be 11 and then no fish, we'll go away. Let us go! And let's hope that nothing else happened. So please, don't use your mask. Then let's hope that I do some stupid things with the car and the police will stop me and arrest me maybe. The most important thing that we leave this place in peace. No trouble with anyone. The neighborhood now is safe. Policeman was a cool guy, very gentle, and so now we can live in a good way. Meine Lieben, wir haben jetzt kurz vor Mittag. Die Sonne steht ziemlich weit oben. Fängt an, so dass am Kanal fast alles in der prallen Sonne ist und kein wirklicher Schatten. Und da habe ich jetzt nicht wirklich so viel Bock drauf, da zu angeln, weil das ist nicht ganz effektiv. Und ich habe hier einen kleinen Fluss. Der ist ein kleines Waldstück, das bedeutet, da ist Schatten. Wasser ist relativ trüb, aber ich hatte im Training trotzdem auf Topwater eine Rapfenattacke. Und warum nicht das darauf probieren? Und deswegen werde ich mich jetzt für, ja, sagen wir mal, 1 bis maximal 2 Stunden dahin begeben, eher noch kürzer. Und es unter anderem mit Topwater probieren, weil Topwater extra Bonuspunkte, käme schon geil, käme schon richtig fett. Nebenbei werde ich noch eine Route dabei haben zum Jiggen. Weil kann ja auch sein, dass ein Hecht, ein Zander oder ein Barsch dort auf Gummifisch beißt. Ich habe noch ein paar Chatterbaits dabei, sodass ich die vielleicht noch fischen werde. Ja, also ein bisschen werde ich die Spots ausfischen, sind nicht viele. Umso intensiver werde ich wahrscheinlich jeden Spot ausfischen mit jeweils, sagen wir mal, 2 bis 3 Methoden. Und ich hoffe sehr, euch mindestens 1, 2 geile Topwater-Attacken von Rapfen zu präsentieren, weil das kommt schon geil, wenn die da draufballern. Hoffen wir mal. Los geht's! Patrick fischt nun also einen neuen Spot. Und auch Paolo hat seine Autofahrt beendet und ist an der nächsten Stelle angelangt. Okay, we arrive at the other boulder. So, let's hope, finger cross, and let's start. Oh, no! Last one. It was a pretty good bait. And I lost it. Fuck, first spot, boom, huh? Pity. I don't know if it was a big pike or not, but it was a pike. And I lost it. Another one. Fuck me.
Oh God. Why? The next spot is just on the opposite side of the water. And it's a bridge. And it's a good spot for Zender. But what's the purpose for fishing for Zender if you still need a perch? Yesterday we did some pre-fishing. We caught like 3-4 perches in 10 minutes, small ones, but at least it's perch. It's a longer drive than to that, but I need to fill the cart with perch. So what I will do is first go to the perch spot and then come later to the Zender spot. That's competition fishing. You need all the species. So now first the perch. We caught the pike, we caught the Zender. Now it's the perch. So, Jungs und Mädels, die Pausflaute der Mittags haben wir genutzt, um den Spot zu wechseln. Aber wir machen trotzdem den ganzen Tag Brückefische. Brücke, 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 Brücke und nochmal Brücke. Über 7 Brücken musst du gehen, um in die Vorrunde zu kommen. Oder wie ist das? Oder die Vorrunde zu überstehen. Über 7 Brücken musst du gehen, um die Vorrunde zu überstehen. So, sehen wir. Helge Schneider wäre stolz auf mich, schwöre ich euch. Traumhaft. Das ist halt ein Gerät, oh Jungs. Das kann ich euch sagen. Peak Chick 2. Ich weiß nicht, was sowas kostet, aber das ist ein ganz edler Stock, Alter. Helge Schneider oder Peter Maffay? Hauptsache Italien. Oder wie war das? Unabhängig von der Anzahl der Brücken braucht Markus nur noch einen Barsch für die volle Karte. Malte benötigt nach wie vor 4 Fische und langsam läuft ihm für seinen Plan so ein wenig die Zeit davon. Ich habe im Training hier nie so lange gefischt, um Zander zu fangen. Das macht den Struggle wieder richtig real. Ja, jetzt müsste es langsam auch klappen und jetzt müsste es langsam auch funktionieren, damit der Plan irgendwo steht und stehen bleibt. Es gibt nicht so viele Optionen, die ich heute habe. Eigentlich gibt es tatsächlich 2, hier Zander zu fangen und nachher Barsch angeln zu gehen. Vielleicht schmeiße ich auch noch mal alles über den Haufen, wenn es jetzt so weiterläuft. Ich versuche es jetzt einfach ein bisschen mit verschiedenen Ködern. Jetzt kommt mal ein G-Bump an Snap und ja, mal schauen. Vielleicht reagieren sie auf irgendwas. Vielleicht hat die Farbe bisher nicht gepasst oder so. Oder die Fische sind einfach weitergezogen. Das weiß man natürlich nicht, aber es nervt so langsam, dass die Pläne einfach nicht aufgehen wollen. Come on, one bike, one fucking bike. It's really boring. Oof, fuck, 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 fuck. Why? Fuck, fucking pike, you know? I'm fishing good and everything. There's pikes here. It's at least just one missed, of course. I was thinking about, yeah, there's no problem for pikes. I will catch them, you know, if you spend some time in the polders and blah, 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 but fuck. It seems like they are disappear, you know, but just when I fish. Fuck. Let's try again, even if I know that is really hard. We will try again. Oh,
the same place where I lost the only pike I hooked today for the moment. I will change the bait just because one of the hooks is broken, of the treble is broken. So I will change the bait with a similar bait, the same bait actually, another color, but I think now the color is not the main important thing. The important thing is that the fish, they don't want to collaborate, at least with me. Probably because they know, they don't like my face or something. They don't want to take a picture with me. I don't know why. Oh yeah. It's not big, but at least it's a pike. Oh, it's not big, but it's a pike. Finally. Ciao. Could it be a big one? No. Same shitty pike, but still is bigger than the 53 I have, so it's an improvement. It's an improvement, guys. Okay. 60 maybe? Let's see. Oh. Fuck. Fuck. He cut me. Fuck. Not good. Okay. 63, right? Yes. At least we have one pike. It's not big, it's 63, but it's better than the 53. So for me, it's a kind of improvement. Let's release it. Couple of casts again, and then we move. Thank you for the cut, eh? Paolo musste viel investieren. Strecke machen, viele verschiedene Spots anfischen, Köder durchwechseln und sich mit der Polizei auseinandersetzen. Doch hier ist endlich der erste Fisch. Wie Markus, der nun nur noch knapp vor ihm liegt, fehlt ihm jetzt noch ein Barsch zur Full Card. Der Wechsel auf einen Hardbait scheint die richtige Idee gewesen zu sein. The small finder jerk, 110, suspending. Did the job. This jerk is perfect. Perfect when we want to fish in shallow waters. It's suspending in waters between 50 centimeters and 2 meters. It's a perfect bait for twitching action, for in this case pikes, but still for perch, asp, and all the predators. Also zander during the evening or early morning. It's a perfect bait. So now is the moment to quit. I will totally change my fishing style, concentrate myself on perch, and of course spend also some cast with spinnerbait, maybe some pike also, but first attention will be at the perches and try to complete at least my species. So I need a perch now. I found a place where the perch was yesterday actually, so I hope that they're still there and they want to bite. Let's go, we have to drive an hour. Nächster Spot für heute. Also es ist wirklich nicht so einfach, muss man sagen. Jetzt weiß ich auch, warum die Leute sich so schwer getan haben mit Zander bis jetzt. Trotzdem habe ich immer wieder auch bei so einem Wetter tolle Zander gefangen. Also, aber im Moment scheinen sie nicht so ganz gut drauf zu sein. Zumindest nicht tagsüber. Nachts ist das vielleicht noch was anderes. Aber dementsprechend ist es halt auch dann tagsüber nicht so einfach, wenn sie nachts sehr gut fressen. Haben sie wahrscheinlich tagsüber die Schnauze zu. Jetzt mal hoffen, den da raus zu flitschen. Ey, krass! Ich hab's mir jetzt geschafft. Ha? Seht ihr? Flitschen. Funktioniert nicht immer, aber sehr oft. Für die, die es noch nicht wissen, ich denke mal, der Großteil von euch weiß es schon, aber wie gesagt, es gibt auch Leute, es gibt Anfänger, wie auch immer. Geflochtene Schnur, null Dehnung. Stahlvorfach, logisch auch null Dehnung. Fluorocarbon. Dehnung.
Nicht viel, aber ein bisschen. Dann seht ihr, und wenn ich jetzt anziehe und loslasse, gibt es einen Rückschlageffekt. Und gerade bei Holz, der Haken hängt im Holz drin. Und mit jedem Anziehen und wieder loslassen, vergrößert sich das Löchelchen ein bisschen. Und irgendwann sitzt er ganz locker in dem Holzstück. Und dann reicht dieses Zurückflitschen aus, dass er rausgekatapultiert wird und dann kann man den Köder retten. Nicht immer, aber regelmäßig. Deswegen ruhig auch ein bisschen Geduld haben und nicht nach 3-4 Mal Flitschen schon die Nerven verlieren und total angenervt robben und jetzt reiße ich es ab. Ruhig mal ein bisschen Geduld haben. Während Patrick sich trotz Turniermodus wieder viel Zeit nimmt, den Zuschauern zu Hause etwas mit auf den Weg zu geben, ist Markus an einem Spot angelangt, der offensichtlich ungewöhnliche Maßnahmen erfordert. So, André, ich brauche die GoPro und so einen Clip, Alter. Weil das überlebst du nicht. Du ja, aber der Kamera nicht. Ist eingeschaltet? Ja, stell sie ein, dann alles klar. Ich bin live dabei, jetzt pass auf. Der Eul ins Wasser fällt. Finally arrived to the second spot, third spot of today. No pikes anymore, at least no polder. I will concentrate the attention to catch some perch now with small baits under these bridges, and let's hope that they are active today. Okay, let's start. Don't lose time. We don't lose time. No way, man. Yesterday, 3 cast, 3 perch. They are not here. Yesterday, there was a big school of small fish here. Now, it's totally gone. Fuck. I was pretty confident. Was full of perch. Full. Completely full of perch. I cannot believe. Every cast was a boom, boom, every cast. Yeah. A small one, but. Yo cane porco. This is nice, right? maybe. It's small. I make some disaster with the rod and the nets, but still we have it. Now we measure it. It's not that big perch, but still it's a perch. I think it's around 22. So let's see. Ah, 27. Yes, yes, yes. Let's say goodbye to this little fella. At least one. The small RA shot 2.8 did the job. Auch wenn Paolo zunächst glaubt, die Barsche seien nicht mehr da, dauert es nicht lange, bis er den ersten auf die Matte legen kann. Ein 27er macht Paolos Karte voll, wodurch er an Markus vorbeizieht und nun auf Platz 3 liegt. Ewerts Barschplan ging fürs Erste nicht auf, weshalb der Niederländer nun zunächst eine andere Fischart aufs Korn nimmt. The previous two perch spots didn't work out. I need to fill my cart as well, so I leave the perches for now and try to get the senders, because I need the bonus fishes as well. So I try to catch at least 3 senders. And then at last the perch. And maybe with a little bit of luck,
I can catch the perch in between. So new spot, good spot for Zender under the bridge. Let's hope it pays off. Ja, das wird jetzt der letzte Wurf hier. Danach geht's weiter. Ja, scheiße. Sagt man nicht, aber dass die Fische nicht beißen, das wäre sehr wichtig gewesen, weil ja, die Zeit wird natürlich nicht mehr und ich muss ja Fische fangen. Was anderes bleibt mir ja gar nicht über, um da irgendwo noch aufholen zu können. Also ja, es sieht nicht gut aus, aber es ist noch alles möglich. Es ist Angeln. Vielleicht funktioniert es nachher richtig gut und es kommen eine Handvoll Fische raus und dann, ja, wer weiß, wie die Welt dann aussieht. In diesem Sinne, wir fahren jetzt erst noch wieder eine ganze Weile Auto. This is a good perch. This is a fucking good perch. Good size. Good size. Here again, the small shad did the job. Destroyed completely. Was the last one. But now we have a good perch, okay? This is a good perch. Let's measure it again. It's already wet. And this is 30. We have this beautiful 33 perch, not so big, but is a good size. Now we try to improve, and let's go, guys, let's go. Strong, strong enough. Ein schönes Upgrade für Paolo, der sich langsam der 400-Punkte-Marke nähert und den Abstand auf Markus vergrößern kann. Tabellenführer Enrico kann es sich erlauben, ein wenig zu experimentieren. An solchen Tagen wie heute, wo der Fluss fast keine Strömung hat und wir fast keinen Wind haben, das heißt auch so keinerlei Bewegung im Wasser selbst, probiere ich es auch echt mal aus, in die Flussmitte zu werfen. Häufig, weil eben auch draußen nicht so viel Strömung ist und dass die Zander nicht wirklich Kraft kostet, sind die Zander dann doch eine ganze Ecke weiter draußen als hier an den Strömungskanten. Das muss man eben ein bisschen rausfinden. Und an solchen Tagen wie heute, ich angle mit 12 Gramm, ihr müsst euch das vorstellen, mit 12 Gramm im Fluss und ich kann in der Mitte jiggen. Also da könnt ihr mal sehen, wie wenig Strömung hier auf dem Fluss ist, was natürlich generell immer schlecht ist zum Angeln, weil Bewegung bedeutet auch Bewegung bei den Fischen. Und somit probiere ich hier mein Glück auch mal in der Flussmitte, aber es ist, glaube ich, wirklich zäh. Also wenn wir heute einen Zanderbiss kriegen oder zwei kriegen und einen verwerten können, dann glaube ich, können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen. Boah, hartes Brot, richtig hartes Brot. Oh, Biss gehabt. Aber so ein spitzer Biss. Ho. Um Gottes Willen. Ja, Fisch. Oh, big strike. Nice Sender. Yes. Oh, finally. Zender, it's 53. Yeah, 53 Zender on the Strike Pro Pixter. Finally pays off. So let's put it back. I will do the net release, don't jump it in. Gentle release. Two more to go. Off it goes. Mit diesem Zander von Ewert beenden wir die erste Tageshälfte. Zeit für einen kurzen Ausblick auf die entscheidende Folge am kommenden Sonntag.
Enricos Scoreboard scheint momentan schwer zu toppen zu sein. Da ihn wohl kaum noch drei Angler überholen werden, sollte er es in die nächste Runde schaffen. Dahinter ist vieles möglich. Mit Patrick, Paolo und Markus, der seinen dritten Platz verloren hat, haben drei Angler sehr gute Chancen aufs Weiterkommen. Und auch Ewert ist nach dem großen Hecht und dem 53er Zander wieder in Reichweite. Malte bleiben nach einem frustrierenden Vormittag nur Außenseiterchancen, doch Totgesagte leben länger. Markus lässt sich jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen und scheint der Mission Full Card weiter sehr optimistisch entgegenzublicken. Hey Jungs und Mädels, hier können Sie wieder sehr speziell werden. Um hier Fische zu landen, braucht es glaube ich einen Wallangler. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir freuen uns über Likes, Kommentare, Support-Einkäufe und natürlich hoffen wir, dass ihr am Sonntag um 18 Uhr wieder einschaltet. Ciao.